Ich bin heute Abend hier in der Nachtresidenz mit Conchita 4711. Conchita, du bist allein schon deines Namens wegen mit Köln verbunden. Was treibt dich in die Landeshauptstadt? Also, ich war ja letztes Jahr, als ich angefangen habe, die gute Frau Wurst zu imitieren, hier auch in Düsseldorf. Ich war auf dem CSD. Bei der CSD in Düsseldorf ist ja der Auftakt, also ist ja einer der ersten. Ich glaube sogar der erste in Deutschland. Und da war ich dann auch hier in der Nachtresidenz, in der ich damals als junger Spund, weil ich bin hier in der Gegend groß geworden, immer war. Und deswegen bin ich immer wieder gerne hier, auch wenn ich jetzt international unterwegs bin. Das ist meine Heimat und Düsseldorf zähle ich als Rheinländer so ein bisschen auch zu meiner Homebase. Wenn man an Conchita denkt, denkt man automatisch auch an den ESC. Ja. Hast du gestern geschaut? Selbstverständlich. Ich war die letzte Woche über in Wien. Ich habe auch die echte Frau Wurst getroffen. Und ich war beim Juryfinale. Und gestern habe ich auch geschaut. Es war eine phänomenale Show. Habt ihr super gemacht in Wien. War echt toll. Also ich fand es super. Ich fand es schade, dass unser Beitrag leider 0 Punkte bekommen hat. Aber was soll man machen? Ich wollte dich gerade fragen, was ist passiert? Was ist schiefgelaufen? Also mir haben viele Fans in Wien gesagt, dass unser Beitrag sich sehr darauf anlehnt, ähnlich zu sein wie die Lena. Und ich habe dann eigentlich unsere Sängerin immer in Schutz genommen und habe immer gesagt, so schlecht ist sie nicht und das ist ein anderer Style, aber die Leute wollen was anderes. Aber Schweden war Favorit. Dass Russland so gut abschneidet, damit habe ich nicht gerechnet. Aber es war ein ganz toller Song, auf jeden Fall. Wenn man an Conchita und auch an dich denkt, denkt man immer nur an Buntes und Schillerndes. Du machst aber auch Soziales, ist das richtig? Ja, also diese 4711-Nummer ist ja hauptsächlich sozial gestrickt. Und wir fahren damit sehr erfolgreich. Also die Gagen, die wir bei großen Shows verdienen, werden eigentlich dazu genutzt, um die politischen Sachen, die wir realisieren, zu finanzieren. Also heute war ich zum Beispiel beim Gastro-Run. Ich bin 200 Meter auf High Heels gelaufen für den guten Zweck. Und sowas machen wir halt. Ich war gestern im Phantasialand. Ich habe 22 Jugendlichen aus sozial schwachen Familien und Flüchtlingskindern den Eintritt ins Phantasialand geschenkt. Und das geht nur, wenn ich Buchungen habe, weil mit den Geldern kann ich diese sozialen Aktionen starten. Das hört sich super an. Wo sieht man dich denn wieder? Also, ich bin in 2 Wochen, ich komme schon, ich bin in 2 Wochen in Barcelona, ich bin beim CSD, in Mannheim, in Köln, dann muss ich noch klären mit dem CSD in Kopenhagen, Tel Aviv, ich bin auf jeden Fall auf dem CSD in Amsterdam und am gleichen Tag fliege ich noch rüber nach Hamburg und bin dann auch auf dem CSD in Hamburg. Also es wird ein stressiger Sommer, aber ich freue mich drauf. Super, wir freuen uns auch, vielen, vielen Dank, ich wünsche uns einen wunderbaren Abend. Ciao.